Das neben mir ist Tim. Das neben mir ist Max. Und das hier ist Space Engineers, und zwar der neueste Patch. Es gibt etwas Neues zu berichten, nämlich... Es gibt jetzt noch vom letzten Patch Fraktionen, dazu hatten wir noch kein Video gemacht. Und es gibt jetzt Räder mit Federungen, die man direkt vom Cockpit aus steuern kann. Und deswegen bauen wir jetzt einfach mal ein kleines Fahrzeug. Als erstes mal so ein bisschen die Grundachse. Achso, baut jeder eins oder? Wie ich baue auch mal eins. Okay, genau. So. Damit dieses Ding dann am Ende auch auf dem Boden steht, muss da auf jeden Fall Artificial Gravity dran. Auf jeden Fall brauchen wir Räder. So. Sie drehen. So, dann brauchen wir ein Cockpit. Dann brauchen wir auf jeden Fall Strom. Zack, haha. So, jetzt müssen wir noch ein paar Einstellungen machen. Machen wir hier mal eine Gruppe. Räder. Räder. So. Steuerung, ja. Antrieb, ja. Lassen wir das mal so. Gut. Müssen wir noch eben die Landebeine wegmachen. Okay. Anscheinend habe ich das noch nicht ganz richtig. Steuerung und Antrieb. Ach so, natürlich. Man muss dem Cockpit jetzt auch sagen, dass es die Räder steuern soll. So, ohne Handbremse. Ja, funktioniert ziemlich gut. Ja, es fährt zumindest. Jetzt werde ich das mit der Handbremse nochmal wieder anmachen. Die wird dann mit P ausgelöst. So. Ah, das sieht ja noch nach nichts aus. Da muss noch ein bisschen was ran. Dass das hier übrigens zwischendurch so ein bisschen zuckelt und ruckelt, liegt ein bisschen daran. Wir spielen das gerade im LAN. Und liebe Leute von Keen Software, es ist zwar schön, dass ihr immer wieder neue Features einbaut, aber ihr müsst euch dringend mal um euren Netzwerkcode kümmern, weil dieses Ganze, was ich euch hier gerade zeige, in einem Solo-Spiel zu machen, ist so total ruckelfrei, während das in einem Multiplayer-Spiel wirklich abgrundtief schlecht ruckelt. Leider. Ihr kriegt das bitte in den Griff, das wäre wirklich toll. Wir hatten uns schon so ein bisschen darauf gefreut, euch jetzt ein kleines Rennen zeigen zu können, aber das Problem ist einfach, dass wir so wie es jetzt gerade ist, nicht mal um die erste Kurve kommen würden, jedenfalls ich nicht. Tim ist gerade der Host, bei ihm würde das gehen. Oh, mal ein bisschen Mad Max-Style hier. So. Glaube, ich muss meine Artificial Mars Blocks etwas neu platzieren. Wo sind sie denn jetzt schon wieder? Man hätte das Ganze hier vielleicht auch mit Symmetrie machen können. Aber nun gut. Okay.
Wie läuft's bei dir? Kannst dich doch selbst mal überzeugen. Also, es ist noch etwas wackelig. Ich glaube, ich will etwas weniger Federung haben. Oh ja. Sonst. Hast du da Thruster drin oder? Nein. Der hebt ja richtig ab. Hab nur die Artificial Mast Blocks kurz ausgeschaltet. Dämpfen auf 1%. So. So. Ja, wunderbar. Fährt. Wie gesagt, primärer Trick ist dabei, dass man dafür sorgt, dass hier das Cockpit so umgeschaltet wird, dass es die Wheels kontrolliert und nicht die Thruster. Man kann natürlich auch beides machen. Ich habe jetzt einen Thruster eingebaut, damit das einfach mal mich nach unten schiebt. So. Außerdem natürlich wieder die Möglichkeit, hier Gruppen zu machen. Man muss ja nicht unbedingt Antrieb auf allen Achsen haben. Und was sehr schön ist, wenn man jetzt mal nicht weiß, welches Wheel ist denn das hier, kann man das Ding mit Show on HUD einschalten. Dazu muss allerdings auch eine Antenne auf das Ganze ein Konstrukt. Ich mache das mal. Antenne, da. So, kleine Antenne. Na toll. Jetzt habe ich meinen Wagen verloren. Naja, ich habe ja noch einen anderen. So, jetzt hatte ich ja vorhin markiert im HUD zeigen und jetzt kann man nämlich ganz genau sehen, welches Bauteil das ist. Sehr hilfreich bei ganz großen Schiffen, wenn man gar nicht mehr weiß, wo man die Achse denn verbaut hat oder wo dieses Bauteil ist. Jetzt weiß ich nämlich, dass das hier die Hinterachse ist. Beziehungsweise ein Rad der Hinterachse. Vermuten wir mal, dass das hier das zweite Rad ist. Schauen wir das mal nach. So. Nö, ist natürlich nicht. Ist natürlich die Vorderachse. Das ist vorne links. Dann muss das hier hinten links sein. So. So, jetzt kann man natürlich mit den Werten hier rumspielen. Aber jetzt machen wir erstmal eine Gruppe. Ach, die habe ich da oben schon. Räder. Können wir das nicht ein bisschen ordentlicher einstellen? Schön vorsichtig. Wir müssen ihren Netzwerkcode wirklich überarbeiten. Also das ist unglaublich. Wir sind im LAN und dieses Rumgezuckel ist echt nicht mehr schön. Ich habe jetzt irgendwie konstruktionstechnisch irgendwas völlig falsch verstanden. Dann Ja. natürlich, okay, dann schon mal mea culpa, aber ich glaube, das ist eigentlich schon alles richtig so.
Wieso ruckelt denn mein Wagen plötzlich so total? Guck mal. Ich weiß es nicht. Ich habe da oben nur einen Rotor drauf gesetzt. Ich weiß es nicht. Hey, was soll denn das? Das war nicht die Intention. So. Bauen wir da noch was Schönes dran. So, was hältst du von meinem Polizeiwagen? Nett. Okay. Spaß mit Rotoren. Ja, dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Viel zu erzählen hatten wir heute nicht, mehr zu zeigen. Wenn ihr das mit dem Wagen ausprobieren wollt, versucht es am besten erstmal in einem Solospiel, weil, wie gesagt, im Netzwerk sind die Räder leider noch ein bisschen fehlerbehaftet. Ah, ja, auch eine schöne Idee. Vorwärts schwenkbarer. Nee, vorwärts geht noch nicht, ne? Vorwärts kann das Ding nicht. Es kann sich nur drehen. Naja, nächstes Mal mehr. Okay. Moment noch. Bevor wir das beenden. Kontrollfeld, Bohrer an, Motor. Ah, oh. Hölle. Du meinerst dich gleich selber weg. Okay. ja. Der hat gerade das Cockpit weggebeinert. Ja, damit beenden wir die Folge. Tschüss. Tschüss.